Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum... Ah, komm schon. Hey! Geht nicht so gut. Champions of Regnum, ja. Toll. Ich habe alles nicht im Griff und hab Mühe mit dieser Steuerung, was manchmal buggy ist. Jo. Hey. Irgendwie hat einfach meine Maus manchmal Mühe mit dieser Steuerung von Regnum. Weil Regnum reagiert extrem sensibel auf die gewissen Steuerungen, die meine Maus einfach manchmal macht, weil sie schon langsam kaputt ist. Der größte Mist, mache ich einfach mal ein oder zwei Fehlerchen. Schon wechselt die Kamera auf hinten. Was hab denn? Hey Gott, oh Gott. Ja, wenn man so lange eine Maus hat. Ja, Regnum ist ein Scheißhaft. Hey, bleib da, ich bin nicht so schnell. So. Ich berühre nie die linke Maustaste, wie sie ihn aber ab. Komisch. Das ist einfach so, keine Ahnung. Wahrscheinlich die rechte Taste drückt die linke mit oder so. Viel zu, wie sagt man dem? Verbunden oder so langsam. So richtig falsch. Naja, das Spiel ist zu Anspruch. So. Ja, genau. Die Tastatur ist langsam auch kaputt. Nein, das war ich jetzt. Naja. Muss mal kurz schauen. Naja.
Es kommt einer, der auch hier levelt. Der Eric B. Bekommt er keinen Buff. Wollte ihm kurz den Schadensbuff geben. Aber naja. So, wo gehst du hin? Ja, da hat es jetzt leider nicht so viel, weil er da war. Ist halt ein Bär-Ding. Ein Barbar. Aber schön viel Mana habe ich, ja? Ich habe jetzt nur einmal einsetzen müssen, diesen Aufopferung. Ehrgeizige Aufopferung. Spell, also. So. Ein bisschen segnen wieder. Die Katze. Den ganzen Part will ich das jetzt nicht machen. Ich muss sonst sagen, dass ich eine Pause brauche. Auf jeden Fall. Dankeschön, Jugo. Was haben wir sonst? Der Hut der Demut ist ja der Hut, den wir getragen haben, ja. Der gehört jetzt hier rüber. Jetzt haben wir endlich mal den anderen Knoten hier unten überlevelt. Widerstand gegen Blitzschaden. Wow, sehr stark. Intelligenz plus 3 immerhin. Ausbrechgeschwindigkeit, Widerstand gegen Feuer. Chance auf kritische Treffer. Naja. Hilft ja nicht so viel. Da ist der New York PD, der ist immer noch nicht weiter. Okay, der levelt und kommt nicht weiter. Den sehe ich fast jeden Tag dort. Beziehungsweise er ist nicht da. Er levelt vielleicht eine Millisekunde und dann... ist er wieder... Ach Gottchen. Weg da. Recht langsam. Ist zweimal passiert, aber... Oh, jetzt habe ich ein bisschen Erfahrung bekommen. 34. Was habe ich? Ich habe den, okay, der ist langsam. 37 bis 47. Der ist mittel. Ist besser, hä? Naja, stumpfe Schadenchance auf kritische Treffer brauche ich ja nicht. Ich habe schon den zweiten Charakter so hoch wie er. Also noch höher.
Wie lange eskierst du? Hey Gott, oh Gott. Jetzt bist du wieder, okay. Brauchst du ja keinen Buff. Nein, eigentlich nicht. Ja, ja. So. Eben das Schwierigste ist, im Champion zu verdecken, bekommt man vieles einfach nicht mit vom Spiel. Man wird nichts gelernt. Man bekommt nur so Anfängersachen gelernt. Aber so richtige Sachen nicht. Und die Profis, die fragen dann immer diese Noobs, hä, lernt ihr eigentlich nichts und so Sachen. Das will ich ja nicht in böse sagen, aber es ist nun mal so, man bekommt fast nichts übel. Man ist einfach ein Noob, ein Meg. Also das Spiel tut eigentlich die Profis dazu anmuten, den Noobs Noobs zu sagen und sie nicht zu heilen. Und so weiter. Ja, ich kann nicht immer schauen, ich muss noch reden. Tut mir leid, Hugo. Ich kann viele. Du brauchst zu viel Mana, das ist... Oh. Ich würde mit diesem Hüpfen. Oh mein Gott, boah. Ist ja hässig. Ich klaue ihm den Loot. Ich noch eins, so. In Buffen. Boah, die Konzentration ist schon am Arsch. Ja, ja. Aber Ding bekommen wir, Level. Komm, greif an, irgendwas. So ein kleiner Salamander, genau. Nicht Saurier. Saurier ist ein blöder Name. Oh mein Gott. Ich fühle mich richtig. Multitasking arbeitsfähig Ding. Ist ja schwer mit einem Pesci noch einen anderen zu leveln. Ist schwer aus einem Krieg die anderen heilen. Aber naja. Sieht aus wie eine alte Großmutter irgendwie mit diesem Kleinen. Viel mehr, also mit
den Buffs macht er mehr Schaden als ich zum Beispiel in diesem Level. Ist klar, aber eventuell hat er bessere Ausrüstung auch. So wie es aussieht, hat er das Kleid eben auch von dieser Kiste, wie ich die Kleider jetzt habe. Und der Bogen sehe ich jetzt gerade nicht. Da muss ich besser schauen. Könnte ein gelber sein einfach. Aber das ist der Bogen von diesem Set auch. Hm. Ich denke, das ist doch die... Das ist dieser Fan da von der GD, mit G irgendwas. Oder der andere Fan. Den weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also wir machen in zwei, also wenn das Video 20 Minuten erreicht hat, gehen wir dann rüber zum Quest abgeben. Dann haben wir schon mal ein Level wieder. Ich wollte eigentlich dieses G wieder einsetzen. Ach, habe ich so ein bisschen Probleme. So. Weiter. Ich bin manchmal zum Bashi gegangen, hab dort gewartet, bis ich wieder gebufft wurde und dann bin ich wieder hätte. So, jetzt Level irgendwas. Hat er mir noch nicht gesagt. Gut. Time 8. So, Dele. Ja. Boah. Regen macht mich müde manchmal. Bei so einem Multitasking schon. Auch habe ich manchmal das Gefühl, ich muss mich zu wenig anstrengen. Regnum tut mich manchmal viel zu wenig. Oder viel zu viel nichts tun. Einfach reiten und so Sachen. Und das tut mich als Action, also als Action-Spieler recht nicht gut. Aber pff. Man muss halt ein bisschen im Leben durch, oder? Man muss ein bisschen kämpfen. Tregnum ist ein perfektes Kampfspiel für mein Leben. Oh Gott. Schlimm manchmal. Naja. Aber ich bin ja nicht so negativ eingestellt, oder? Ich mache meistens nur ein bisschen etwas Spannung aufbauen. Thank you.
noch am besten kommen? So. Der geht einfach dort hoch. Geht's. Wow, ich bekomme dann gute Sachen. Darum tun die Bäsche meistens eigentlich teilen. Beschützen. Und der Wasser bei den anderen Spielern. Jetzt bin ich langsam drin, aber nur langsam. So, noch ein Gegner kommt. Level 31. Ja. Auch kein neues Item. Also jetzt ist... Okay. Und für 23, hä? Exakt sehe ich es nicht. Ah, ich habe ein Tor geschrieben. Komm jetzt. So. Ich habe keine Ahnung mehr. Also machen wir den Schluss noch ein bisschen mit Questen. Hier haben wir nichts mehr, nur dort oben. Okay. Livestream ein bisschen höher und wir gehen jetzt nach Birke scheinbar. Hm? Ah, das wird wieder qualvoll. Hey Gott. Ich muss unbedingt irgendwie Items finden dann. Ich könnte bei den Schamanen leveln. Und mit ihm am Strand dann leveln. Die Schamanen, die dort beim Tor sind, die können wir dann benutzen, weil die höher sind natürlich. Sind schon ein bisschen, ich glaube, sie sind ungefähr 2 Level höher als die Aquantis hier am Ding, also müssen dann schon ein bisschen warten noch, aber
Ich denke, die droppen halt einfach mehr. Ich brauche vor allem Items, nicht Level. Und die geben ja gut Level. Hm, mal schauen. Rauchamulett ist das Level. Niedrig. Zeug. Okay, ja. Wir brauchen bessere Ringe, das ist das Wichtigste. Jetzt sind wir hier. Genau, jetzt müssen wir hier rein. Und jetzt? Und natürlich nach oben. Hm. Schönes Regenwetter, Alcius, hä? Ich will Schnee. Bei uns ist es noch heiß wie im Sommer. Zu Hause in Basel. Das ist Wahnsinn. Wir haben Höchsttemperaturen seit Juli. Das ist einfach krass. Im Oktober. Fast im Oktober. Das ist ja Wahnsinn. Ich will endlich mal Schnee sehen. Hä? Stimmt wieder was nicht. Bagnam. Da hat er den keinen Quest oben rechts in der Map. Kein Marker. Loser. NGD ist ein Loser-Entwickler. Ah je. Wie kann man ein 8, ja 9 Jahre altes Spiel immer noch so buglastig machen? Liebe Entwickler, was macht ihr mit einem der besten Spiele? Das geht mal nicht. Ich hoffe, wenn ich die Elder Scrolls online kaufe, ich nicht da süchtig wäre und direkt nur dann beenden muss, weil ich dann die Elder Scrolls online Let's Playen werde. Es ist eine schwere Aufgabe, aber eben. Ich finde ja Regnum gut. Aber wenn du merkst, ein Game macht nicht mehr Sinn, dann sinkt die Motivation. Das ist einfach leider so. Hm. Aber ich möchte es ja vor allem für die machen, die sag schon, für die ja nicht so gute PCs haben, nicht so viel Geld haben und so weiter. Und ja. Dann tue ich auch RuneScape Let's Playen und ja. Ich bin ja eher einer, der die Armen hilft und nicht den Reichen. Und natürlich dürfen die Reichen natürlich auch zuschauen, klar. Es ist einfach so, dass ich eher auf die Armen schaue als auf die Reichen. Wieso sollte ich den Reichen helfen, wenn sie trotzdem immer alles besorgen können und so weiter? Tja, na gut. Wo haben wir den Beschi, hä? Wo ist der Beschi? Wo war der hier? Da drin? Nein, hier, genau. Da war ich nämlich schon mal beim Beschi, aber... Oh. Das sind Sachen, die denke ich einfach nicht so nach. So. Magische Richtung. Gut. Ach, Mist. So. Bra.
nicht mehr Arcanis geschossen, echt. Ich habe nur noch wenig Punkte. Hier natürlich wieder. Oh. Ist das doof, ey. So, Willenskraft. Ich muss hier noch machen. Noch ein bisschen. Das kann ich runterstellen. So, jetzt. Gut. Dann muss ich noch was nehmen. Arcanes Geschoss halt noch. So. Hier ist ja auch noch irgendwas. Synergiebildung. Nein. Energieleihe. Arcane Hänger. Ah ja, die Barriere stimmt. So. Käferschwarm ist halt nicht so gut. Willenskraft. So, der Rest muss hier nicht gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns, ja, als nächstes einfach im Livestream. Müsst ihr nicht zuschauen, aber wäre mal schön, wenn ein paar mehr Leute würden zuschauen. Es ist natürlich für die meisten auch ein bisschen ablenkend, wenn sie schon Videos schauen, dann auch Livestreams schauen. Ah, ich will nicht so viel Zeit investieren und so. Das habe ich auch und habe immer öfters gemerkt, dass es richtig gute Livestreams gibt, aber die Let's Player oder die Livestreamer machen es einfach nicht gut genug. Und ich bin so einer, der einfach schaut, dass die Livestreams auch gleich gut sind wie die Videos, die ich bringe. Ich tue einfach immer so spielen wie in einem Let's Play spielen und erzähle auch immer viel und alles Mögliche. Und nebenbei ist es noch interaktiv, also es lohnt sich richtig. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Dragbastler. Tschüss.